Erzähl, Alter, wie war's denn so da drin? Ich habe immer Zeitung gelesen, um auf den Laufenden zu bleiben. Und du weißt ja, wie ungern ich lese. Ja, ich weiß. Ihr habt Mussolini fertig gemacht, was? Gewissermaßen. Wir hatten ein wenig Hilfe von dem Typen namens Don Callow. Ohne Scheiß. Don Callow? Von dem habe ich schon gehört. Wirklich? Ja, ich kenne Typen wie Mafiosi. Arbeitest du für sie, bist du wer. Scheißt du sie an, bist du tot. Dann bist du ja schwer beschäftigt. Ja, und du hast sogar einen Orden gekriegt, oder? Von General Patton persönlich. Wow, ein echter Kriegsheld, ha? Und dann hast du ein paar sizilianische Bräute geknallt und musstest teilen, ha? Ja, von wegen. Die alte Heimat. Hier kannst du alles fühlen und niemand schätzt sich drin. Was für ein Land. Auf die USA und darauf, dass du wieder da bist. Apropos Vögeln, hier kann man auch so eine Playboy-Hefte finden. Salute. Ah, salute. Aber die werde ich mir nicht angucken, weil sonst ist das nur für über 18-Jährige entlassen? Hab mir vor ein paar Monaten eine Kugel angefangen und war im Lazarett. Jetzt habe ich Urlaub. Moment mal. Heißt das, du musst wieder rüber? Was denkst du? Der Krieg ist noch nicht vorbei. Große Lust hast du aber keine, oder? Natürlich nicht, aber was soll ich machen? Warte mal, bin gleich wieder da. Ciao, Giuseppe. Hier ist Joe. Du hast mir doch letzte Woche einen Gefallen getan. Der Kerl heißt Vito Scaletta. Danke, Giuseppe. Okay, bis dann. Also hör zu. Sieht aus, als wäre deine Verletzung doch schlimmer als angenommen. Die Ärzte sagen, du darfst nicht mehr zurück an die Front. Was? Moment, hast du etwa... Wie gesagt, ich habe Beziehung. Die offiziellen Papiere kriegst du heute noch. Stempel, Unterschriften und der ganze Kram sind nur eine Frage des Geldes. Verarschst du mich? Ist das nicht riskant? Dafür könnte ich im Knast landen. Außerdem, wie soll ich das bezahlen? Das übernehme ich. Sozusagen als kleines Willkommensgeschenk. Und keine Sorge, die Papiere sind picobello. Glaub mir. Wow, danke. Gern geschehen. Du bist doch wie mein eigener Bruder, Alter. Jetzt kannst du in aller Ruhe deine Zukunft planen. Ja. Aber erst muss ich nach Hause. Okay, soll ich dich fahren? Nein, danke. Ich laufe ein Stück. Mal sehen, was sich alles verändert hat. Alles klar. Grüß deine Schwester schön von mir. Und komm später mal vorbei. Wir haben einiges zu bereden. Danke nochmal, dass du mich aus der Army rausgeholt hast. Keine Ursache. Ich melde mich morgen. Man kann zwar Playboy-Heft und alles finden, aber selber mit einer Frau. Nicht. Naja. Nicht, dass mich das rauscht. Der Automobil uses precious gasoline and rubber that our troops desperately need. Wenn man sein eigenes Auto hat, kann man per Komma Radius wechseln. Oh, let it snow. Hey, wie geht's? Wie läuft's denn so, Soldat? Besser, seit ich wieder da bin. Auf Urlaub oder für immer? Das ist geheim. Also, was gibt's Neues? Eigentlich nicht viel. Alles sehnt sich nach Frieden. Das heißt, es ist der kälteste Winter aller Zeiten. Ich hätte gern bessere Neuigkeiten. So, ab hier kurz nachsynchronisiert. Wegen dem Lied Let It Snow im Hintergrund. Da haben wir leider was dagegen. Weshalb das Video auch gesperrt wurde. Wir gehen jetzt hier mal zum Dönerspieß offenbar. Und gucken, was er so im Angebot hat. Und kaufen uns gleich mal eine Swift Cola. Cola. Das ist sehr schön. Gehen wir wieder raus. Oder, na hä, wir wollen raus und nicht. Ah ja, hör zu. Zieht. Schneid ja auch. Wie man vielleicht im Hintergrund hören würde. An dem Lied. Wenn ich es nicht besprechen würde jetzt gerade. So. Aha, Vita. Was gibt es denn hier? Nix. Laufen wir einfach mal weiter die Straße entgegen. Hoch, meinte ich. Und schauen uns mal so ein bisschen um, was es hier so gibt. Hier scheint es ein Modegeschäft zu geben. Gehen wir doch mal hinein. Hallöchen. Ja, was hast du denn Schönes? Ist noch ein bisschen zu teuer für uns. Gehen wir erstmal wieder raus. Schließen aber noch netterweise die Tür. Und das war's mit dem Nachsynchronisieren. Ab jetzt kommt wieder Originalteil. Viel Spaß weiterhin. Mit dem kann man ja labern. Vito, bist du das? Hey, Mr. Manara. Machen Sie etwa dicht? Weißt ja, wie es ist. Der Laden wirft nichts mehr ab. Wow, das tut mir leid.
Du bist ja nicht schuld am Krieg, Vito. Wer weiß, vielleicht mache ich ja wieder auf, wenn er vorbei ist. Tja, viel Glück jedenfalls. Was hat er ihm gesagt? Extra Blatt, mir frieren die Eier ab? Ja, das hat's auch geheißen. Kältester Winter in Empire Bay seit 1922! Ich könnte schwören, er hat ihm gesagt, extra Blatt, mir frieren gerade die Eier ab. Bist du mal ärger? Vorsicht, Mann! Ich bin mal nett begrüßt. Klopf, klopf. Das Spiel besteht aus sehr vielen Cutscenes. Gut, ich habe eine Katze tot getrampelt. Ah, Mist, wieso kann man das jetzt dann nicht zumachen? Voll im Mülleimer gesprungen. Blödes Vieh. Nein, Katzen sind süß. Mom, da bin ich wieder. Vito, meine Junge. Mein Junge ist zurück. Ich gedacht, ich dich nie wiedersehe. Francesca und ich haben so lange auf dich gewartet. Vito! Hey, Franny, wie geht's? Gewartet. Oh. Komm her. Ich bin so setz dich. Du sicher hast Hunger, Vito. Francesca hat dir etwas ganz Besonderes gekocht. Super di Pollo. Ist gut für dich. Ich hab auch Hunger. Bitte gibst du mir nix. Komm mal rüber und bring mal was zu essen. Sieht gut aus, Franny. Ein Jammer, dein Papa nicht mehr bei uns das zu erleben. Er wäre sehr stolz auf dich, Vito. Ja. Ich weiß. Vito, was soll das? Oh, Mama, entschuldige. In nomine Patris. Medici, Signore, questo cibo, che per la tua bontà stiamo per prendere. Redine anche a coloro che non ne hanno e rendici partecipi alla tua benedizione. Wie verwenden wir, dass das heißt, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wenn ja, schreibt es mir mal in die Kommentare. Du musst müde sein, Vito. Ich hab dir dein Bett gemacht. Das ist aber nett von dir. Geh ich gleich Mafia spielen. Meine Tür. Tut mir leid, kleine Mamas haben nichts zu suchen. Bis morgen früh. Schlaf gut, mio bambino. Ja, ja, mach ich schon. Am nächsten Tag. Das geht nicht. Ich muss mir eine Wohnung suchen. Ach, passt schon. Zieh dich an. Lederjacke. Achso, wenn man auf E drückt, kann man es auch benutzen. Das ist Fallout-mäßig. Heimali. Und, wann musst du wieder zurück? Tja, so wie es aussieht, gar nicht. Joe hat das für mich gedeichselt. Joe? Du willst wieder in Schwierigkeiten kommen? Jo. Wär's dir lieber, ich gehe zurück und werde wieder angeschossen? No. Siehst du, Joe rettet mir vielleicht das Leben. Vito. Versprich mir, du wirst nicht in Schwierigkeiten geraten mit diesem Joe. Du weißt, Papa hat im Hafen gearbeitet für diesen Mann, diesen Papalardo. Er ist in Gewerkschaft. Du kannst reden mit ihm und hart arbeiten wie deine Papa. Oder wie deine Mama. Bitte versprich mir, gehst du noch heute zu ihm. Okay, Mama, ist gut, ich versprech's. Grazie a Dio. Dankeschön. So, wo ist die Tür? Tschüssi. Ich habe die Tür gefunden. Tür öffnen. Tür schließen. Ach, dort schießen sie nicht. Was ich noch nie gemacht habe, ich würde gerne mal wissen, was hier oben ist. Steht da George Cotton, Jonathan Raso. Und Henry Malina. Okay, das hört sich ein bisschen komisch an. Henry Malina. Naja. Oh, wenn wir das machen, lass mal die Tür zu. Mal aufgefallen, da wo wir wohnen, da haben wir immer die fettesten Klingeln. Naja. Das hier. Auch nix. Das. Tür öffnen. Das juckt mich doch nicht. Leid. Ist mir scheißegal, wenn ihr alles verkaufen müsst und... Was ist hier los, verdammt? Vito! Kümmer dich um deinen eigenen Dreck, du Arschloch. Ach ja? Auch schon gesagt. Headshot. Oh, jetzt kommt eine Kampfszene. Linke Maustaste für einen nächsten Schlag. Das traust du dich, was? Komm, zeig, was du drauf hast. Vito, du machst alles nur noch schlimmer. Combo.
zweimal hintereinander Maustaste. Drücke beide. Bitte hört auf! Ihr braucht euch nicht zu prügeln! Doch. Jetzt können wir mal Deckung probieren, was auch ist. Schlag zu, du Sack. Bitte, Vito, das geht dich nichts an. Denkt auch, ihr war Undertaker. Headshot. Headshot. Willst du noch mehr? Willst du noch mehr? Yeah, das war's, Alter. Scheiß drauf! Sieh bloß zu, dass du Land gewinnst, du Wichser! Das wird euch noch leid tun. Verlasst euch drauf! Was zum Teufel wollte der? Tut mir leid, Vito. Wir wollten dich nicht beunruhigen. Wollte Popo-Liebe. Beunruhigen? Womit beunruhigen? Komm, jetzt sag mir, was los ist, Franny. Kurz vor seinem Tod hat Papa sich Geld geliehen. Ein Haufen Geld. Von einem Kredithai. Er hat gedacht, er kriegt einen besseren Job und zahlt's dann zurück. Wir haben es erst erfahren, als du weg warst. Wie viel? 2 Euro. $2000. Was? Scheiße. Das Schlimmste ist, der Kerl will alles bis Ende der Woche zurück, sonst müssen wir noch mehr zahlen. So viel kann ich als Hafenarbeiter nicht verdienen. Wer ist der Kerl? Ich weiß nicht, Mama will es mir nicht sagen. Aber reg dich nicht auf. Wir kriegen das schon hin. Genau, meine Sohle. Ich schaff das aus der Welt. Ich verspreche es dir. Danke, Vito. Pass gut auf dich auf. Mach's mal gut. Jetzt brauche ich auf die Schnelle 2 Riesen. Vielleicht kann Joe mir da helfen. Auch noch vielleicht. Gehen wir also zu Joe. Mit Tab rufst du die Karte auf. Und der Mund löscht niemanden. Lassen wir uns doch mal von einem Auto überfahren. Ja, umschalt links, um zu springen. Wer ist so schnell da? Ich hole das Auto. Du kriegst mich nicht, aber du leckst. Geh weg von mir, du leckst, hau ab. Lass mich in Ruhe. Ah ja. Man kann zwar nicht springen, also andauernd springen, aber man kann Hindernisse klettern. Jetzt machen wir das Ganze was awesome. Hey, Augen auf! Awesome! Die Polizei will deinen Ausweis überprüfen. Hey, pass bloß auf! Starte! Das blaue rechts unten ist die 1, ist das... Da kannst du sehen, ob du gerade gesucht wirst oder nicht gesucht wirst. Und das grüne ist halt die Lebensanzeige. Nein, wie logisch. Wir regenerieren Leben immer automatisch. Naja, bis auf so ein klitzekleinen Foto, aber wenn du was isst, kannst du dich damit heilen. Verzeihung, Ma'am. Wissen Sie, wo Joe Barbro wohnt? Rechts von der Treppe. Und er soll nie wieder so einen Krach machen wie letzte Nacht. Wenn es ihm hier nicht gefällt, soll er woanders hinziehen. Ich glaube, die Szene wird ganz lustig. Hey! Störe ich? Nee, überhaupt nicht. Rein in die gute Stube. Kümmer. Ekelhaftes Schwein. Hab die Miezen hier auf dem Rückweg von der Bar aufgerissen. Ich warte schon auf dich. Aber kurz. Okay, Mädels, Schluss für heute. Ich hab zu tun. Guten Morgen wieder, dann machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Hopp, hopp. Komm schon, Joey. Warum denn aufhören, wenn wir jetzt alle unseren Spaß haben können? Der Spaß ist vorbei, Schätzchen. Ein andermal. Vito und ich haben uns ewig nicht gesehen. Wir haben eine Menge zu bereden. Tja, da scheint es ja ganz gut zu gehen, alter Junge. Kann ich klagen. Mann, diese kleine spanische Hexe ist verdammt scharf. Wie war's zu Hause? Nett. Allerdings war Mama nicht gerade begeistert, als ich deinen Namen erwähnt habe. Du weißt, so, jetzt habe ich Laufen am Start. Und, tust du's? Keine Ahnung, aber ich werde ganz sicher nicht denselben...